Ruki und David verliefen sich im Wald. Es war nicht dunkel, aber bitterkalt. Wow. Ja, das Intro ist mir kurz vorher eingefallen und ich dachte, ich bereite dich mal nicht darauf vor. Nope, das war jetzt eine gute Überraschung. Nee, es ist fucking arschkalt in Deutschland. Ja. Oh mein auch Gott. Auch in Österreich, kann ich bestätigen. Und ja, wir sitzen trotzdem hier und haben einen neuen Podcast für euch. Und damit guten Morgen, guten Abend, guten Tag oder auch guten Appetit, wann auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zurück zum Godda Podcast. Heute Akt Nummer 232 mit großen Themen, mit wichtigen Themen und natürlich mit dem lieben David, a.k.a. Dev. Hallöchen, das bin ich. Und ich bin Steven bzw. Rookie und wir sind ein wöchentlicher Sonic-Podcast, der über Sonic und seine nervigen Freunde berichtet und über alles, was da sonst noch so irgendwie mit diesem Franchise zu tun hat. Genau. Und das Ganze von spindash.de. Und in typischer Podcast-Manier gibt es natürlich auch viele Themen, die euch überhaupt nicht interessieren. Und über die sprechen wir zuerst. Let's go, wie immer. Let's go, wie immer. Denn ich habe tatsächlich mal wieder was zu berichten. Wow, Überraschung. Wow. Ich war nämlich gestern mal wieder auf einem Flohmarkt. Und holy shit, ich bin so glücklich über meine Ausbeute. Ich kann es kaum in Worte fassen. Denn das wohl coolste, was ich da gefunden habe für sehr, sehr wenig Geld, war die Originalverpackung mit Anleitung von Zelda Majora's Mask. Das ist sehr cool. Und wer diesen Podcast schon ein bisschen verfolgt, weiß, das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Ich habe die Cartridge hier, aber nichts sonst. Und deswegen ist es natürlich unfassbar perfekt, dass da irgendwie dann diese Originalverpackung mit Anleitung verkauft wurde. Es hätte auf dich gewartet, ja. In einem okayen Zustand, also sehr okay. Klar, da ist noch irgendwie so ein altes Klebchen drauf, wo wahrscheinlich mal ein Preis drauf stand oder so. Okay, und ja. Leicht eingedellt ist die Packung, aber grundsätzlich sieht die schon noch sehr, sehr gut aus. Und das freut mich. Dafür, dass es bald 30 Jahre alt ist, wenn es nicht eh schon der Fall ist, dann. Ich glaube, das ist sogar. Nee, 30? 30 noch nicht. 30 noch nicht ganz, klar. Wann kam das drauf? Raus 99, glaube ich? 98, 99, so in dem Bereich, glaube ich, ja. Majora's Mask Release, 27. April 2000. 2000 sogar? Okay, das haben wir bei 24 Jahren inzwischen. Auch schon mehr als genug. Ja, und das ist für mich halt einfach so das beste Spiel aller Zeiten. Und deswegen, keine Ahnung, ich bin da richtig, richtig glücklich, dass ich jetzt das ganze Spiel mit Originalverpackung und allem drum und dran mein eigen nennen darf. Das ist echt cool. Ja, sehr cooler Fund, ja. Und dann habe ich Sonic 3D gefunden, Flicky's Island, für den PC. Was ich schon hier habe in so einer komischen Green Pepper Edition. Oh, okay, ja. Yeah. Und jetzt habe ich das in einer Explosive Edition gefunden. Also ich nehme an, das ist ähnlich wie Green Pepper, dass die einfach dann Spiele sich gegriffen haben und halt für ja wenig Geld einfach re-released haben unter diesem Label halt. Das heißt, das Boxart ist nicht komplett, sondern da ist halt so ein roter Rahmen drum und alles und da steht halt explosiv. Yep. Sehr intensiv tatsächlich. Aber ja, fand ich trotzdem sehr, sehr cool und das hat fast nichts gekostet. Ich habe 5 Euro dafür bezahlt. Yep, da dachte ich mir, okay, ja, das packe ich ein. Kann man schon mal mitnehmen, ja. Für meine Sonic-Sammlung. Oh, ich sehe gerade, da ist das relativ grauenhafte europäische Render drauf. Ja. Es ist halt der deutsche Release, also Überraschung. Ja. Und da steht dann sogar, so, falls Sie Probleme mit diesem Spiel haben, so ist in der Verpackung irgendwie eine E-Mail schreiben an hotline@kochmedia.de oder sowas. Und dann noch eine Telefonnummer, die 12 Cent die Minute kostet. Oh, damn, okay. Ich freue mich, ob die heutzutage noch läuft. Ich habe kurz überlegt, ob ich da einfach mal anrufe. Hallo, seid ihr noch da? Nee, und ansonsten habe ich mir einen Glumanda-Pin geholt, der ganz süß war. Rayman 3 Hoodlum Havoc für die Xbox. Oh. Cool. Weil das auch irgendwie 8 Euro gekostet hat. Das ist die spanische Version. Der einzige Unterschied auf der Box ist aber, da ist kein USK-Logo drauf. Okay. So, also beziehungsweise es ist so draufgeklebt mit so einem kleinen Sticker, den man sich früher ja ausdrucken konnte oder kaufen konnte oder sonst was. Aber auf der Rückseite steht der Klappentext trotzdem in Deutsch, Italienisch und Spanisch. Ah, okay. Und das Manual auch selbe Sprachen. Beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch mehr. Und in-game kann man es garantiert auch umstellen, schätze ich mal. Ja. Hat auch echt wenig gekostet. Ich glaube, das kam 8 Euro. Da war ich so, jopp, nehme ich. Rayman ist cool. Warum nicht? Jopp.
Und dann habe ich mir jetzt endlich, nach vielen, 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 vielen Jahren, Nintendo Land gekauft. Nintendo Land? Für die Wii U? Ja. Oh, okay. Wait. War das nicht ursprünglich bei der Wii U mit dabei? Bei meiner nicht. Oh. Das ist nämlich der Punkt. Ich habe mir damals die Wii U Premium Edition geholt, die schwarze, allerdings nicht mit Nintendo Land, sondern mit Zombie U. Oh, okay. Wow. Habe ich damals irgendwann Gebrauch gekauft. Und das war halt so eine Special Edition. Normalerweise sowohl bei der Premium als auch bei der normalen weißen lag Nintendo Land bei. Wobei bei der weißen bin ich mir nicht 100% sicher, aber auf jeden Fall lag das Spiel auf jeden Fall bei. In einer Version von der schwarzen, die ich habe. Allerdings habe ich mir halt eine andere Version geholt, nämlich diese Zombie U Special Edition, die nichts anderes Special hat, außer der Karton sieht ein bisschen anders aus und Zombie U lag dabei statt Nintendo Land. Okay, ja, keine Ahnung, ich habe Zombie U nie gespielt, ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch war. Dann habe ich Super Monkey Ball für den GameCube etwas upgegradet, weil ich habe das beim letzten Flohmarkt schon gekauft. Mhm. Aber da war beim ersten Teil halt das Cover nur so selbst ausgedruckt, weil es nicht mehr dabei war und in der normalen DVD-Hülle. Jetzt habe ich das reguläre Cover, also nicht selbst ausgedruckt, sondern wirklich das originale GameCube-Dingens, aber immer noch in einer DVD-Hülle. Okay, so langsam aber sicher. Es ist einfach ein Puzzle. Closer to the end. Ja, nächsten Flohmarkt findest du dann die Schachtel auch noch. Ja, oder ich kaufe mir einfach irgendwie so ein super billiges GameCube-Spiel für einen Fünfer und hab das dann. Ja. So, das wäre wahrscheinlich meine Alternative. Yep. Dann für den Game Boy Advance habe ich mir so ein. Es gibt ja diese Double Pack Releases, wo auch Sega sehr viele rausgebracht hat. Oh ja. Und da habe ich mir jetzt eingeholt mit Callum's Crown, was ich nicht kenne. Ui, das hat mir aber das andere Spiel, was da drauf ist, interessiert mich und das ist Choo Choo Rocket. Oh, yep, davon hat man gehört. Und Choo Choo Rocket ist halt eine nette kleine Spielereihe. So, das spiele ich immer mal gerne. Habe ich sehr lange nicht angefasst. Das letzte Mal, ich glaube, oh Gott, auf dem iPhone 3GS damals gab es irgendwie Choo Choo Rocket. Da habe ich das mal dran gespielt. Das ist ein kleines Puzzlespiel, mag ich. Und vielleicht spiele ich es jetzt am GBA mal. Ja. Und zu guter Letzt, was Spiele angeht, habe ich mir mein allererstes eigenes Videospiel neu gekauft. Oh, welches war das? Ich gebe dir einen Hinweis. Ich habe es zu meinem 6. Geburtstag bekommen. Okay. Ja, das ist fast 30 Jahre her. Zusammen mit einem Game Boy Pocket. Oh. Und man spielt dort kleine blaue Helden. Kleine blaue Helden? Ha. Die alle in einem Albtraum gefangen sind. Alle in einem Albtraum gefangen? What? Okay. Die Schlümpfe im Albtraumland. Oh, okay, auf die Schlümpfe wäre ich jetzt nie gekommen. Ich habe kurz gedacht, so, wait, Mega Man vielleicht? Aber... Was? Betrunkene Helden? Hä? Nein, aber die Schlümpfe im Albtraumland gab es da für einen Zehner und da habe ich dann auch nicht Nein sagen können, weil ich das schon seit Jahrzehnten vermisse, dieses Spiel. So, es ist einfach weg. Vielleicht habe ich es mal verkauft, I don't know. Ja. Und ich habe das jetzt aber gesehen und die Nostalgie hat bei mir einfach so hart gekickt. Ich habe das vor kurzem tatsächlich auf dem Emulator mal wieder gespielt. Und jetzt war halt die Nostalgie so hart, dass ich mir da gedacht habe, das ist mein allererstes Videospiel jemals. Ja. Ich möchte es wieder haben. Das muss man sich einrahmen. Ja, und das so halt an Spielen. Und ich bin sehr zufrieden mit dieser Ausbeute. Ja, das klingt nach einer echt mächtigen Ausbeute, ja. Ich habe mir dann noch für die PlayStation 2 einen Konverter gekauft vom Videoausgang der PS2 auf HDMI. So, das heißt, ich werde das mal austesten oder kann ich an der PlayStation 2 auch streamen, wobei ich nicht weiß, warum ich das tun sollte, weil ich habe kaum Spiele daran. Und die Sonic-Spiele sind alle in besseren Versionen auf anderen Konsolen. Natürlich, damit wir die PlayStation 2-Version von Sonic Heroes spielen können, damit wir allen zeigen können, wie grauenhaft diese Version ist. Oh mein Gott, David, wollen wir? Ich meine, wenn du dich unbedingt quälen willst, gerne. David, aber wir spielen gerade Shadow the Hedgehog. Ich meine, ja, okay, gutes Argument. Und außerdem habe ich mir noch einen Xbox 360-Controller geholt. Oh, okay. Weil ich nur noch einen habe, der wirklich einwandfrei funktioniert. Ja, ich sollte meine auch mal wieder austauschen. Ich habe halt einen, wo irgendwie die linke Schultertaste kaputt ist. Mit dem habe ich damals Dark Souls durchgespielt. Was nicht so schön war, weil man mit der linken Schultertaste blockt. Ja, wer braucht Blocks in Dark Souls-Spielen? Ich habe das Spiel ohne durchgespielt. Ich habe dieses Spiel ohne Schild durchgespielt. Das war nicht schön. Das war echt nicht schön. Glaube ich. Nee, der ist auch der ist sozusagen refurbished. Also der Typ ist jedes Mal auf dem Flohmarkt und der baut die Dinge halt auseinander, macht da alles sauber, macht alles heile, was da irgendwie kaputt sein könnte. Und
für 20 Euro dachte ich mir, ja komm, ich brauche mal wieder einen Xbox-Controller, bevor jetzt der letzte abbraucht, weil neu kriegt man die ja nicht mehr. Leider, die Xbox 360-Controller. Ja, und die von der Xbox One funktionieren an der Xbox 360 nicht. Und das ist so der große Knackpunkt bei mir, weil ich bin halt ab und an der Xbox 360 unterwegs. Jetzt gerade um ja, Xbox-Spiele von der OG-Xbox zu spielen und für Sonic 06, weil das nicht abwärtskompatibel ist. Oh, yep. Und falls wir irgendwann mal Sega Superstars Tennis spielen, ist auch so eine Geschichte. Stimmt. Deswegen, ja, habe ich jetzt noch einen Xbox-Controller dazu. Und das war eine sehr, sehr erfolgreiche Flohmarkt-Tour für mich. Oh ja, das klingt auf jeden Fall dann auch. Also ich bin mit allem, was ich gekauft habe, bin ich zufrieden. Außer, ja, dass ich bei Super Monkey Ball natürlich erst nach dem Kauf gemerkt habe, scheiße, es ist eine DVD-Hülle, schon wieder. Goddammit. Aber wenigstens halt dieser Papiereinschub, wo das Cover und so drauf ist. Wenigstens das ist original. Mhm. Ja, soweit zum Flohmarkt. Ich bin glücklich, sehr viel Geld losgeworden zu sein. Yay, immer gut. Aber du hast auch was dafür gekriegt. Also. Ich bin nächstes Wochenende bin ich auch wieder in Leipzig. Das hat sich witzigerweise gestern im Stream spontan ergeben, weil ich da mit einem Kumpel auf einen riesigen Antikflohmarkt fahre, wo es halt wirklich auch alles gibt. Und ja, ich werde Geld ausgeben, glaube ich. Okay, bin ich schon gespannt auf die nächste Ausbeute dann. Und das passt, weil so sehe ich da meine Cousine mal wieder. Die habe ich auch schon gefragt, die kommt mit und das bietet sich an. Weil sonst immer, wenn ich in Leipzig bin, verpassen wir uns. Entweder ist sie nicht da, wenn ich da bin, oder ich bin nicht da, wenn sie da ist. Das ist irgendwie doof. So, auch wenn sie mal hier in der Stadt ist, ist das meistens irgendein Wochenende, wo ich dann weg bin. Und dann, meine Cousine, mit der bin ich halt sehr, sehr close aufgewachsen. Ich würde sie halt mehr als Schwester als Cousine bezeichnen eigentlich. Aha. Und deswegen freue ich mich sehr drauf, die auch mal wieder zu sehen. Weil das letzte Mal war, oh Gott, ich weiß gar nicht wann. Oh no, yep. Das klingt eine Weile her. Es war, glaube ich, irgendwann letztes Jahr. Mhm. Ja, eine Weile her. Potenziell Weihnachten. War ich Weihnachten? Nee, Weihnachten war ich gar nicht bei meiner Familie. Hm. Egal, es ist lange her und ich freue mich sehr drauf. Ja, soweit zum Flohmarkt. Und jetzt kommen wir doch mal, lieber David, zum Elefanten im Raum. Schon wieder, yep. Kommen wir zu unserem Stream-Recap mit Shadow the Hedgehog. Shadow the Hedgehog. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, mal was die guten Nachrichten angeht, wir haben zwei Enden wieder geschafft, also yay. Ich dachte, als gute Nachricht kommt jetzt unsere Capture Card und die Xbox und nichts ist abgestürzt. Wir konnten einmal Session komplett durchspielen. Das ist natürlich auch eine sehr gute Nachricht, das stimmt. Zwei Enden würde ich nicht als gute Nachricht sehen. Das ist eher so, wir haben leider nur zwei Enden geschafft. Ja, aber zwei Enden post-Stream. Halbwegs okay. Vor allem, wenn man die Level bedenkt, durch die wir uns durchquälen mussten. Durch die wir uns durchquälen mussten, weil du gesagt hast, mach doch die Helden, die Neutral-Mission, die ist viel leichter. Und ich war so, David, ich habe Angst vor dem Level, was danach kommt. Was ist, wenn das scheiße ist? Ach nee, da kommt schon nichts. Nö, ich habe gesagt, es kann nichts schlimmer sein, als irgendwie, keine Ahnung, 50, 30 verstreute Ganzsoldaten in einem labyrinthartigen Level zu finden. Ja, offensichtlich ja doch. Nö, ich bin da auch nicht der Meinung. Also ich glaube, es ging mir auch eher um die 400-Ringe-Mission. Die wir easy geschafft hätten dieses Mal, aber du warst so, nee, mach den neutralen Weg. Ja, damit wir nicht doch Lost Impact vorbeikommen, wo wir dann doch wieder gelandet sind, irgendwie. Ja. Überraschung. Ich habe dich wirklich hassen gelernt in diesem Stream. Das war nicht cool von dir. Ich wollte nur helfen, ehrlich. Und ja, aber deine Hilfestellungen bringen nichts, David. Immer wenn du hilfst, wird es nur schlimmer. Aber das ist ja im Geiste eines Shadow the Hedgehog-Durchgangs. Es muss einfach immer schlimmer werden. Sonst wäre es ja nicht. Ich zitiere aus Sonic Mania. Also, wenn du dich bei dem in die Mitte stellst, da wirst du nicht getroffen. Ich stelle mich in die Mitte. Literally eine Sekunde später trifft mich das Vieh und ich sterbe. Du hättest auch springen müssen. Das habe ich leider vergessen. Danke, David. Danke. Du bist hilfreich. Du bist ein hilfreicher Co-Host. Natürlich, immer. Ah, was soll ich nur mit dir machen? Ich wechsle dich aus gegen Fasti. Oh, nee. Oder gegen T-Golf. T-Golfs Tipps sind wenigstens wirklich hilfreich. Oh, let's go. Das wäre cool. Und ja, aber... Und die Channel-Belohnung darfst du nicht vergessen, wo ich einfach mal für ein paar Minuten die Klappe halten muss. Ja, ich freue mich drauf. Ich auch. Ich werde mich zurücklehnen und genießen. Ja, also Shadow the Hedgehog war mal wieder eine Experience der Sonderklasse. Wir haben jetzt, glaube ich, die Hälfte durch, oder? Ja, ich glaube, wir sollten 5 von 10 Enden haben. Und... Etwas, was diesen Stream mehr geprägt hat als
alles andere war... You know what they say, the more the merrier. You know what they say, the more the merrier. Boah, dieser Bosskampf. Also, Kontext für alle, die Shadow the Hedgehog nicht gespielt haben. Es geht um den Eggbreaker. Den bekämpft man mehrfach im Spiel. Yep. Allerdings ist eine Version von ihm, die man bekämpft, sagt denselben Satz. Immer und immer wieder in Dauerschleife. Wirklich den kompletten Kampf über, ohne Pause. Weil einfach ständig der eine Angriff gespammt wird, der den Satz hervorruft. Ja. Und dann steht er halt wirklich die ganze Zeit da. You know what they say, the more the merrier. You know what they say, the more the merrier. You know what they say, the more the merrier. Und ich war so, Alter. Es ist so gut. Es hat sich halt so eingebrannt. Ja. So, dass wir dann auch den ganzen Stream über You know what they say. The more the merrier. Ah, das ist schon übel. Das ist heftig, ja. Keine Ahnung, dass das beim Playtest nicht aufgefallen ist. Ja, aber Shadow the Hedgehog geht dann am Donnerstag natürlich weiter. Mhm. Yay. Juhu. Du hast mich auch in diese dämliche Mission gelotst, wo man das Schiff vom Captain abschießen muss, Präsidenten abschießen muss, dieses Flugzeug. Die war auch grauenvoll. Geht. Man ist wenigstens ständig in Bewegung und muss nicht irgendwie noch der Nadel im Heuhaufen suchen. Das ist für mich ist ständig in Bewegung und wird die ganze Zeit getroffen und stirbt dann und darf die ganze Scheiße nochmal machen, wenn man Game Over ist. Ja, ich meine. David, auch dieses Level hat uns 10 Minuten reine, ich spiele das einmal durch, von Anfang bis Ende Spielzeit gekostet. Das ist noch nicht die Game Overs und Tode, die wir drin hatten. Aber in der Other Mission waren wir schon eine Dreiviertelstunde, also sehe ich das trotzdem als Upgrade. Nein. Doch. Nein. Nein. Doch. Nein. Das war kein Upgrade. Nicht für den, der das spielt. Okay, dazu kann ich nichts sagen. Für mich war es ein Upgrade, einfach vom Unterhaltungswert aus. Ja, das ist schön. Du kannst dich halt immer zurücklehnen und dich drüber lustig machen, was ich da veranstalte. Ich muss echt auch mal irgendwie, keine Ahnung, ein Stream-Setup machen, damit ich mal irgendwas spielen kann und du dich dann drüber lustig machen kannst. Ja, und weißt du, es gibt ja noch eine andere Geschichte, die mir gestern beim Flohmarkt gekommen ist, was ich irgendwie gerne mal streamen würde. Oh? Ist dir Groschenroman ein Begriff? Groschenroman? Ich meine im Sinne von, was sie sind, ja, nicht jetzt in dem Videospielkontext. Nein, nicht im Videospielkontext, sondern einfach generell Groschenromane. Okay, ja, schon. So, die sind ja ein bisschen verrufen als, das ist etwas für, nennen wir es, betagtere Hausfrauen. Aha. So ist es verrufen. Ich sag nicht, dass es so ist, aber das ist der Ruf, den die Dinger haben. Klischee, ein bisschen, ja. Und ja, die sind ja dann doch manchmal auch, die kommen mit sehr seltsamen Beschreibungen des Koitus daher. Okay. Und die Idee, die sich gestern irgendwie auf dem Flohmarkt ergeben hat, ist, dass wir mal einen Just-Chatting-Stream machen, wo wir einfach so ein Ding vorlesen. Oh mein Gott. Okay. Weil auf dem Flohmarkt gab es halt super viele von den Dingern. Und dann war ich so, oh Gott, Groschenromane. Und Kumpel war so, das wäre doch mal was du streamen könntest. Und ich so, na, wait. Ich glaube, das wäre halt schon hart lustig. Lustig wäre es auf jeden Fall, ja. Wenn man auch noch so einen richtig, richtig üblen findet. So. Oh no. Oh boy. Also da habe ich schon Bock drauf, irgendwie, ja, dass man das irgendwann mal macht. Wäre ich dabei, wenn ich Zeit habe, ja. 1. April 2025. You know what they say. You know what they say. Warte, das ist ein... Kein Donnerstag, glaube ich. Dienstag. Blöd jetzt. Dann musst du dir halt den Dienstag freien lassen. Ja, ich meine, wenn ich es im Vorfeld weiß, dann kann ich vielleicht was drehen. Ja, du weißt es ja jetzt. Ja, jetzt weiß ich es für den 1. April 2025. Ich glaube, das sollte klappen. Ja, und etwas, was wir auch noch vorhaben zu streamen, zeitnah, aber so wie Davids Zeitplan aussieht, mache ich das dann wohl eher alleine. Ist das Update 2 von Sonic Dream Team, wo wir nachher noch drüber sprechen werden. Ich versuche das diese Woche hinzukriegen, das zu streamen. Okay, ja. Dienstagabend ist gerade heißer Contender. Hintergrund, warum wir nicht einfach Shadow the Hedgehog unterbrechen, das bin ich. Denn ich möchte dieses Spiel nicht länger in die Länge ziehen, als es absolut notwendig ist. Oh nein, okay. Also bitte seht es mir nach. Aber ich will dieses Spiel so schnell wie möglich fertig haben. Ich möchte keine Sekunde länger mehr überhaupt an dieses Spiel denken. Und ich habe, jede Woche ist so eine Woche, wo ich Angst habe, dieses Spiel wieder anzuwerfen, weil es einfach so schlecht und furchtbar ist.
Und das jetzt aber 2 Wochen am Stück, ohne dass ich halt wenigstens mal ein bisschen Luft rauslassen kann im Shadow the Hedgehog Stream und mich da richtig drüber aufregen kann, das geht nicht, das schaffe ich nicht. Okay, ist verständlich. Also der ursprüngliche Plan war das tatsächlich nach dieser Podcast-Aufnahme zu machen. Leider hat David mir vor einer halben Stunde Bescheid gesagt, dass er heute kann, und ich habe das Stream-Setup nicht fertig gemacht, weil da er nicht geschrieben hat, über eine Woche lang. Das war eine halbe Woche. Nee, das war eine ganze Woche. Wir haben schon vorher gesagt, hey, das müssen wir streamen. I guess, ja. Ja, habe ich dieses Setup nicht fertig gemacht, weil ich bin davon ausgegangen, David kann ich. Aha. Und dann war ich so, warum sollte ich jetzt das Stream-Setup fertig machen? Fairerweise bin ich bis so Mittag rum auch, und dann hat sich herausgestellt, nö, ich bin eigentlich frei. Und ja, es war zu spät. Aber hey, vielleicht hast du ja Lust, dann später Bomb Rush Cyberpunk ein bisschen reinzuschauen. Weil das werde ich nachher auch irgendwann wieder anwerfen, nachdem der Podcast fertig ist. Okay, ja. Vielleicht schaue ich ein bisschen mit. Apropos Bomb Rush Cyberpunk. Weil ich habe ja noch mehr gestreamt und da muss ich drüber eingehen. Und das hat auch Sega-Bezug. Aha, immerhin. Denn ich habe Jet Set Radio Future beendet. Let's go. Und ich möchte hier tatsächlich dann mal eine kleine Wertung dazu abgeben, weil Jet Set Radio eine Reihe ist, die habe ich sehr, sehr lange verschlafen. Und der erste Teil hatte mich mit seiner Trägheit, die ja doch manchmal ein bisschen an den Tag legt, ein bisschen abgeschreckt. Deswegen habe ich den auch nie durchgespielt. Auch wenn ich immer super Bock hatte, aber dann irgendwie spiele ich ein paar Minuten und war so, nee, gerade irgendwie nicht. Mhm. Und jetzt habe ich mir aber so, es wurde sich gewünscht von Norpegia im Stream, dass ich halt Jet Set Radio Future mir mal anschaue und das durchspiele, jetzt wo ich es schon da habe und das streamen kann. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe erfahren mittlerweile, dass das scheinbar gar kein richtiger Nachfolger ist zum originalen Jet Set Radio. Oh, so eine Art alternatives Universum oder Neuerzählung vom ersten? Neuerzählung, ja. Ah, oh, okay. Also so steht es auf Wikipedia. Mhm. So ähnlich, besser gesagt. Weil das halt auf der Xbox dann rauskam. Ja, okay. Und ja, hier steht Lead Art Designer Ryuta Ueda and Composer Hideki Naganuma, der übrigens auch den Bomb Rush Cyberpunk Soundtrack mitunter gemacht hat und Sonic Rush und Jet Set Radio und natürlich Jet Set Radio Future. Hm? Naganuma ist großartig, also ich liebe seinen Stil. Both stated that the game is not a continuation of the original Jet Set Radio, but a remake taking place in an alternate reality. Ah, okay. Also basically, es ist keine Fortsetzung, sondern ein Remake, das in einer alternativen Realität stattfindet. Mhm, okay. Und ja, das habe ich gelesen und dann war ich so mind blown. Oh ja. Oh, das Spiel kam in Japan fast an meinem Geburtstag raus. Oh, cool. Am 22. Februar 2002 und am 21. Februar bin ich geboren. Mhm. Close enough. Ah ja, so Jet Set Radio Future ist ein sehr cooles Spiel. Also, wenn ihr das irgendwann mal findet und noch eine Xbox 360 rumstehen habt, holt euch das, spielt das, es lohnt sich. Also, das Gameplay macht unheimlich Laune. Man merkt dem Spiel sein Alter an, das muss ich gleich sagen. Und das nicht wegen der Grafik. Die Grafik ist halt so ein Cell-Shading-Look und Cell-Shading ist immer relativ zeitlos. Ja. Das also, der funktioniert eigentlich immer. Einen gewissen Charme. Also, es sieht stiltechnisch echt nett aus, nach wie vor. Ja, absolut. Klar, es ist nicht so hochauflösend, aber das hat mich jetzt persönlich beim Durchspielen gar nicht gestört. Ja. Woran man aber das Alter merkt, das ist Sega in den frühen 2000ern. Und was konnte Sega bis in die späten 2010er gar nicht? Korrekt, Kamera. Yep. Oh boy, habe ich mich oft über diese Kamera aufgeregt. Das ist unfassbar. Die Kamera ist halt wirklich, wirklich furchtbar. Wenn man irgendwo runterspringen will, so, ja, du siehst halt nichts. Du kannst zwar, wenn du rumstehst, in First Person wechseln. Das hilft aber nur bedingt, weil du sofort, sobald du dich bewegst, wechselst es wieder zurück in Third Person und du siehst wieder nichts mehr. Mhm. Dann, wenn du halt weit grindest, so, du kannst die Kamera nicht bewegen. Es ist absolut nicht hilfreich. Die Kamera bewegt sich teilweise von alleine. Ui. Und dann guckst du von vorne auf deinen Charakter. Sprich, der Charakter grindet dir quasi entgegen und du bist da so, ja, danke, jetzt kann ich spielen. Dankeschön. Mhm. Und das Kampfsystem, dazu muss man halt auch die Gegner umrempeln und dann mit Graffiti vollsprühen, aber man sieht sie halt einfach nie. Toll. Also das ist wirklich, das hätte ich mir besser gewünscht. Mhm, ja, wie gesagt, das kennt man als Sonic-Fan reichlich, dass Sega um die Zeit Kameraprobleme hatte. Und das scheint sich auch ihre weiteren Projekte um die Zeit so ein bisschen ausgebreitet zu haben. Aber ansonsten hat das Spiel wirklich unheimlich viel Spaß gemacht und ich kann es wirklich, wirklich sehr empfehlen. Wenn ihr mal die Chance habt, das zu spielen, spielt es. Die Story hat ein paar interessante Twists. Mhm. Die Lokalisierung ist
Also die Deutsche jetzt. Ja, die Deutsche. Yep. Für Menschen, die Anfang der 2000er in ihren Teenagerjahren waren, ist sicher sehr cool. Mhm. Inzwischen aber wahrscheinlich ein bisschen schlecht gealtert, schätze ich mal. Aber es ist halt nicht schlimm, aber es ist halt sehr cringe. Es ist wirklich sehr cringe, wenn man so einige Kommentare gerade von DJ Professor K hört, der das ganze Geschehen in Tokio-To so ein bisschen kommentiert immer, weil er den illegalen Radiosender Jet Set Radio hat, der dann am Spielende übrigens umbenannt wird. Ich frag mich, worin? Oh. Ja, und auf jeden Fall, das war teilweise wild. Ich habe jetzt gerade kein Beispiel mehr im Kopf, aber sagen wir, es hat den damaligen Zeitgeist gut getroffen und dafür Props. Den heutigen Zeitgeist allerdings nicht mehr so ganz. Aber das ist halt jetzt nichts irgendwie super Kritisches, was halt irgendwie dann rassistisch, homophob oder sonst was ist. Sowas wäre mir jetzt beim Durchspielen zumindest nicht aufgefallen. Mhm. Sondern es ist halt einfach aus heutiger Sicht schon sehr cringe. Okay, ja. Einfach der damalige Jugendslang, der heutzutage jetzt nicht mehr so up-to-date ist im Grunde. Und das sage ich übrigens im vollen Bewusstsein, dass Cringe heutzutage Cringe ist. Yep. Wir sind full circle gekommen. Ja, wir können ja mittlerweile sagen, sobald etwas in der Tagesschau gesagt wurde, ist es nicht mehr im Zeitgeist. Nein, aber es ist wirklich ein cooles Spiel gewesen. Und jetzt habe ich dann direkt im Anschluss angefangen mit Bomb Rush Cyberpunk. Mhm. Und jetzt verstehe ich, warum jeder sagt, das ist halt Jet Set Radio 3. Ja, es ist ein spiritueller Nachfolger, könnte man sagen. Ja, aber absolut. Bis hin zum Composer. So, ja. Es ist halt schon cool. Mhm. Und das Gameplay ist aber viel, viel flüssiger, nochmal viel dynamischer und viel geiler einfach, was der Zeit zuzuschulden ist, weil... Natürlich, ja. Es ist ein neuer Release, so jetzt 20 Jahre nach dem Original. Mhm. Und man merkt, dass da ein paar Leute dran beteiligt waren, die auch Jet Set Radio gemacht haben. Und deswegen, ich kann auch Bomb Rush Cyberpunk derzeit uneingeschränkt empfehlen, von dem, was ich bisher gespielt habe. Ja, hat sehr viel Gutes davon gehört, ja, zum Release-Zeitraum rum. Hab's leider noch nicht selbst gespielt, aber es ist auf der Liste, irgendwann mal. Ja, ich hab's mir halt im Sale geholt. Mhm. Und ich bin jetzt Full Circle mit meinem Stream-Setup gegangen, weil ich jetzt ein Steam-Spiel spiele auf dem Steam Deck, was connected ist zu meiner Capture Card, damit ich es am PC-Bildschirm spiele. Ja, okay. Das ist wild. Wild. Und ja, falls ihr euch die VODs mal anschauen wollt von beispielsweise Shadow the Hedgehog oder von Jet Set Radio, die werden auf unserem neuen oder auf meinem neuen VOD-Kanal hochgeladen. Es ist youtube.com/@Rookie185VOD. Da landen alle VODs. Mhm. Oder aber ihr schaut einfach live mal zu bei Twitch, twitch.tv/Rookie185. Da gehe ich dann immer mal live und am Donnerstag haben wir halt natürlich unsere Podcast Live and Learn Runde, wo wir Sonic-Spiele auseinandernehmen. Genau, ja. Oder sie uns auseinandernehmen. Ja, ich wollte es gerade sagen, oder sie uns auseinandernehmen. Eins von beiden. Also da auf jeden Fall gerne mal reinschauen. Und ja, wir freuen uns dann, wenn ihr da auch vielleicht ein Follow da lasst. Und bevor ich es vergesse, an dieser Stelle nochmal, holy fucking shit, vielen Dank für das, was da am Donnerstag abgegangen ist. Ja, das hat die ganze Shadow the Hedgehog-Erfahrung ein bisschen erträglicher gemacht. Jesus Christ, wir haben einfach 20 Gift-Subs bekommen und noch einen normalen Sub. Mhm. Und ich habe einfach nur zwischendurch mal gedroppt, so, hey, wenn ihr unseren Schmerz ein bisschen supporten wollt, könnt ihr euren Prime-Sub dalassen. Und dann haben einfach Leute Gift-Subs auf uns geworfen und ich war so, Hilfe, ich bin überfordert, was passiert hier? Das war schon nicht, oder? Jupp. Ich kann mit sowas halt auch überhaupt nicht umgehen. Wie reagiert man da als Streamer, wenn dann irgendwie halt so 20 Gift-Subs hintereinander reinkommen? Ja. Ich weiß das nicht, ich bin da zu viel zu unerfahren. Oh nö. Ich konnte halt auch einfach mein Danke überhaupt nicht in Worte fassen. Also, puh. Das war, ich bin ultra dankbar, aber ich konnte damit überhaupt nicht umgehen. Ja. Holy shit. Aber ja, vielen Dank nochmal dafür. Das war echt eine sehr, sehr nette Überraschung. Und es sind halt auch für alle, die dann irgendwie abonniert haben auf Twitch, es sind in der Mache neue Emotes, neue Sub-Icons und. Also, wir sind da schon dabei. Genau, ja. Dass wir da euch auch wenigstens ein bisschen was bieten können. Mhm. So, David, wie weit bist du in Like a Dragon Infinite Wealth?
immer noch auf Dondoku Island. Und ich werde nie mehr runterkommen. Also wie viele Spiele spielst du parallel? 3, 4 so aktuell, würde ich sagen. Oh, David, ich bitte dich. Ja, ich habe letztens, kann ich eben ein bisschen was dazu erzählen, ich habe letztens in dem Sale gesehen, dass Marvel Midnight Suns jetzt sehr weit runtergesetzt ist. Nicht zum ersten Mal leider, das Spiel ist, was ich so mitgekriegt habe, leider ziemlich stark gebombt und dementsprechend war es jetzt letztens immer wieder mal im Sale. Aber jetzt war es dann für 15 Euro zu haben und ich habe mir gedacht, es ist so ein bisschen ein Deckbuilder, es ist so ein bisschen Strategiespiel, es hat Marvel-Charaktere, die ich mag, 15 Euro, was kann schief gehen? Und ich habe es mir dann geholt und damn, also ich würde das Spiel echt so von dem, was ich bis jetzt gespielt habe, so ein bisschen als Hidden Gem klassifizieren, weil es macht schon wirklich stark Laune. Ich habe bis jetzt nur ein paar wenige Missionen gespielt. Ich habe mir einen eigenen Charakter erstellt, weil der Protagonist, den bastelt man sich im Grunde selbst und der schließt sich dann halt den Midnight Suns und den Avengers an, um einfach Hydra und Kodon zu vermühlen. Und ziemlich gut. Also es ist einfach so ein strategiebasiertes, rundenbasiertes Kampfsystem. Erinnert so ein bisschen an XCOM, was die Entwickler ja auch da entwickelt haben. Ich glaube, Firesprite Studios, bin mir jetzt nicht mehr ganz 100% sicher. Und allerdings mit einem Kartentwist, wo man einfach Karten zieht und dann dementsprechend seine Charaktere nach den Karten handeln lässt, die man gezogen hat. Und damn, richtig gut bis jetzt. Also ich habe meine Freunde damit, als jemand, der so Strategiespiele gern mag, Fire Emblem und Co. und jemand, der Deckbuilders ganz gerne mag, ist es für mich bis jetzt eine echt coole Mischung und ich freue mich drauf, weiterzuspielen. Und das Spiel ist irgendwie, habe ich gehört, ständig im Sale. Also alle, die jetzt irgendwie ein bisschen was mit Marvel anfangen können und die auch gerne diese Genres irgendwie die was abgewinnen können, die könnten da mal näher anschauen. Ich war echt überrascht von dem Spiel bis jetzt. Kann ich da auch Batman spielen? Natürlich, der ist freischaltbar am Ende, wenn man die 100% macht. Und Superman? Nö, der leider nicht. Der hat den Cut nicht geschafft. Und Robin? Nope. Und Wonder Woman? Doch, Wonder Woman. Nee, Moment, das war Captain Marvel, sorry. Und Aquaman. Nö, aber Toy ist bis jetzt leider auch nicht im Spiel, also immerhin. Und The Flash? Mir fällt jetzt nicht das MCU-Pendant zu The Flash ein, also. Quicksilver. Oh, Quicksilver. Der nicht, aber Wonder war bis jetzt im Spiel, also Scarlet Witch, also maybe kommt Quicksilver auch noch, who knows? Und Supergirl? Captain Marvel haben wir schon gehabt. Und Clark Kent. Wait a minute. Das ist ja der irgendwie ständig irgendwie nie da ist, wenn Superman in der Nähe ist. Sehr mysteriös, aber ich weiß noch nicht warum. Nein, aber wenn du Spaß hast, ist das okay. Ja, aber ich nehme dir das einfach übel. Das ist ein echt nettes Spiel zum Nebenbeispiel. Das ja, aber es gibt Leute, die wollen mit dir über fucking Like a Dragon reden und du lässt uns monatelang warten. Ich spiele schon weiter, keine Sorge. Ich spiele regelmäßig noch Dondoku Island gerade. Ja, aber darüber können wir nicht reden. Wir wollen über die Story mit dir reden, David. Ich weiß. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen. So, wenn du das nächste Mal durch, wenn du das irgendwann mal durch hast, nächstes Jahr oder so, dann ist es halt auch wieder vorbei. Oh nö, ja, könnte sein. Sorry. Es gibt viel zu viele gute Videospiele und viel zu wenig Zeit. Aber ich arbeite dran. Ich spiele regelmäßig noch weiter. Irgendwann werde ich von Dondoku Island 10 Minuten in der Woche meinen Weg zurück nach Hawaii finden und dann die Story mal weiterziehen. So noch, keine Ahnung. Du, Dondoku Island dauert halt locker 10, 15 Stunden. Oh, bei mir dauert das länger, weil ich versuche wirklich eine echt coole Ferieninsel gerade zu basteln. Das motiviert mich auch sehr stark. Wo ich nicht einfach nur Sachen drauf platziere, weil sie halt die Insel steigern, sondern ich denke mir wirklich. Du wirst, aber das kann ich dir, ich garantiere dir, du wirst da irgendwann nicht drum herum kommen. Weil einfach der Platz nicht da ist. Ja, der Platz ist mit der Zeit. Deswegen, ich hab meine Insel halt auch hübsch gestalten wollen, aber irgendwann musst du halt die einen Bereich anlegen, wo du halt Rohstoffe erhöhen kannst und sowas alles. Ah, das habe ich schon. Ja, das habe ich auch oben auf dem Hügel gemacht. Ja, das habe ich auch. Ja, das hat sich auch gefunden. Ja, aber der Platz wird halt irgendwann echt knapp, um das Level alles so zu erhöhen, wie du es halt brauchst. Und dann müssen da halt diese super fetten Gebäude hin, die halt einfach nur zum Level hochtreiben da sind, basically. Genau, ja, von denen habe ich auch schon ein paar stehen auf dem Hauptplatz hauptsächlich. Ist halt blöd, aber bleibt nicht aus. Ja. So. Das soweit zu dem Zeug, was euch nicht interessiert. Ja, genau. Übrigens, Sonic. Übrigens, Sonic. Starten wir doch jetzt mal rein in unseren News-Rückblick. Und unbeabsichtigterweise habe ich die erste News am Anfang schon so ein bisschen angeteasert, indem ich gesungen habe.
Oh, ja, yep. Und indem wir über Like a Dragon gerade geredet haben, das ja auch irgendwie sehr populär geworden ist, eben durch solche Sachen. Ja, okay. Das war ziemlich, unter anderem ziemlich starkes Meme mit Dame Dane, mit dem Song. Ja, ich weiß, aber in Like a Dragon ist das auch nur drin, weil es in Japan halt eine große Nummer ist. Ja, ich also, schätze. Also, I don't know. Aber die Memes, die daraus entstanden sind, die sind halt auch bei uns relativ stark durch die Gegend gegangen. Und haben wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass Like a Dragon bei uns ein bisschen stärker jetzt einfach sich einen Platz gewonnen hat. Auf jeden Fall. In Japan gibt es eine große Kultur von Karaoke-Bars. Mhm. So, Karaoke-Bars sind da unheimlich beliebt. Heißt, man geht da mit Freunden in einen einzelnen Raum und dann sind da Karaoke-Songs zur Auswahl und man kann dann lächerlich schlecht Karaoke singen. Ja. David und ich haben jetzt ein gemeinschaftliches Ziel. Wir wollen uns endlich mal live sehen und das tun wir in Japan. Ja, denn beim Karaoke. Neue Sonic-Songs sind jetzt dabei. Mhm. Also es gab vorher schon Sonic-Songs in bestimmten Karaoke-Bars zu sehen. Ich glaube, dass die Karaoke-Bars nennen sich Joy Sound, wo das jetzt gespielt wird, was weiß ich nicht, ob das eine Abwandlung der Sega Joypolis ist oder ob die Sega Joypolis da drüber steht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ja, auf jeden Fall, die Karaoke-Bars der Reihe Joy Sound haben ein paar Songs drin, unter anderem Undefeatable von Kellen Quinn, Breakthrough It All, Kellen Quinn, I'm With You von Gaby Borrow. Und da sind jetzt zwei neue Songs in der Liste. Mhm. Überraschung, Überraschung. I'm Here Revisited featuring Kellen Quinn. Ja. Und Find Your Flame featuring Kellen Quinn und Tyler Smith. Ah, später war doch der beste Song ist auch dabei. Ach, jetzt ist es auf einmal der beste Song für dich? Ja, Find Your Flame war immer schon mein Favorit. Das habe ich anders in Erinnerung. Ganz sicher? Ich habe, glaube ich, nie was anderes gesagt. Von den ganzen Boss-Songs, glaube ich, ist Find Your Flame. Ich bin der Meinung, du hast Breakthrough mal gesagt. Nö, Breakthrough auch nicht. Alle, die hier zuhören, ihr wisst es besser als wir, denn wir sind alt und erinnern uns nicht. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was Davids Lieblingssong aus Sonic Frontiers war, was er damals gesagt hat. Breakthrough It All kann es nicht sein, weil der war immer mein niedrigster Favorit von allen tatsächlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir beide da gleicher Meinung waren bei den Songs, beim Songranking. Doch, ich kann mir das nicht vorstellen. Sicher. Wir sind bei sowas nie gleicher Meinung, David. In dem Fall schon, weil Fight Your Flame einfach so großartig ist. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir waren unterschiedlicher Meinung. Okay, wie gesagt, wenn ihr. Aber ich weiß es nicht fest, weil ich habe es literally einfach vergessen. Mir war gerade nur so. Also, vielleicht ist da ja irgendein Hörer oder irgendeine Hörerin draußen, die uns helfen können. Ja, genau. Ich habe meine Meinung nicht geändert. Ja, wäre nicht das erste Mal. Und falls ihr gerade in Japan seid, geht zu Joy Sound und singt Find Your Flame oder I'm Here Revisited. Ja, beides großartige Songs. Oder aber ihr verschiebt euren Japan-Urlaub noch ein bisschen, weil bis dahin wird es auch da sein und geht auf eine große Party in der Sega Joypolis zum 33. Geburtstag von Sonic the Hedgehog, die jetzt gemeinschaftlich mit einem Geburtstagsrender enthüllt wurde. Mhm. Ja, also es gibt noch nicht wirklich Details zu der Party, außer, hey, sie ist in der Sega Joypolis. Ja, und ich glaube auch, die gibt es so ziemlich jedes Jahr. Also ich habe auch in den letzten Jahren immer wieder mal von so einer Geburtstagsparty gehört in Japan. Und das neue Render sieht genauso furchtbar aus wie in den letzten Jahren. Aber Sonic hält eine coole 3. Das ist irgendwie nett. Ja, aber es ist halt dieselbe statische Pose wie jedes Jahr, nur dass er den Arm halt anders hält. Und dieses furchtbare Grinsen. Oh Gott. Das ist Sonic the Hedgehog 4 Mund. Ja, der Sonic the Hedgehog 4 Mund. Warum tauschen sie dieses Artwork nicht aus? Ja, langsam wird es echt Zeit. Ich glaube halt wirklich, dass die meisten Sonic-Fans dieses Artwork nicht wirklich mögen. Aber es ist halt einfach überall draufgepresst. Es gibt so viele bessere offizielle Sonic-Artworks, die man als Basis dafür nehmen könnte. Aber nein, sie nehmen Sonic 4 Episode 1. Ja, yep. Immer und immer wieder. Es macht es echt schwierig, irgendwie Sonic zu mögen. Oh no. Wenn ich dieses Artwork sehe, hinterfrage ich schon, warum ich Sonic-Fan bin. Das ist jetzt eine leichte Überreaktion, aber okay. Nein, nicht nach so vielen Jahren, David. Okay, ja, stimmt allerdings. Also das zum 25. Jubiläum zum Beispiel, das war ja dieses Dreier-Artwork mit Classic Sonic, Modern Sonic und Boom Sonic. Oh, das fand ich halt richtig, richtig cool. Das war nice, ja. Warte, ich muss das mal kurz raussuchen, falls ich's finde. Ich weiß das gerade gar nicht. Ah ja, das war auch ein relativ generisches Modern Sonic Render und Sonic Boom hat halt
ja, Boom Sonic hat halt einen Standard-Render einfach bekommen, nur ohne dass der Dings aktiviert war. Hier der Ener Beam. Mhm. Oh ja, genau. Und Classic Sonic hat halt sein Generations-Artwork, aber es ist trotzdem hübscher als dieses andere Geburtstags-Artwork, was wir jetzt wieder begrüßen dürfen. Ja, schon Besonderes. Aber Fun Fact, der Hintergrund von diesem Render, den findet man auf jedem Podcast-Thumbnail. Oh, ja, yeah, stimmt. Das ist nämlich das, was ich da genommen habe, weil das halt sich echt gut eignet, finde ich. So Green Hill Zone als Hintergrund, so sehr ich Green Hill Zone hasse, also ich mag diese Zone nicht mehr, ich will sie nie wieder in einem Sonic-Spiel sehen, aber die ist halt ein guter Hintergrund für alles, weil die Farben einfach sehr gut aufeinander abgestimmt sind und sehr schön kräftig sind und aber auch nicht irgendwie so, dass sie aufdringlich wirken. Ja. Yep. Also das muss ich dem Ding leider lassen. Aha, Green Hill gehört einfach dazu, ob man will oder nicht. Ja, leider. Naja. So, aber wir bleiben bei Artworks. Mhm. Denn auf der offiziellen Sonic Channel Website gibt es ein neues Artwork, ein Kalender-Artwork. Und wir haben damals darüber berichtet, das war am 1. März kam diese Umfrage live. Da wurde abgestimmt dann, welcher Charakter mit Fang the Hunter auf einem Artwork zu sehen sein soll. Genau, ja. Die Auswahl war zwischen Trip Sonic, Dr. Eggman und Metal Fighter. Also die Metal Fighter sind halt die Roboter aus Sonic Superstars, die man sich selbst bauen kann. Genau, ja. Yep. Und es wurde sich mit einer großen Mehrheit, nämlich 61,8%, dazu entschieden, dass Trip mit auf dem Artwork sein soll. Mhm. Das ist wirklich sehr eindeutig. Also ich glaube, so eine eindeutige Umfrage hat es noch nie gegeben. Ah, doch, doch, schon. Und ja, dieses Artwork ist jetzt live. Und auf dem Artwork sehen wir, große Überraschung, Fang the Hunter und Trip. Das Artwork ist dann für so ein Kalenderblatt für den Mai. Und ja, Trip scheint gerade irgendwen zu beobachten mit seinem Fernglas im Gebüsch. Ah, du meinst Fang, nicht Trip. Ja, Fang scheint irgendwen zu beobachten. Und Trip, ja, unterbricht ihn dabei und überrascht ihn. Und deswegen ist er erschrocken, nehme ich an. So würde ich das interpretieren. Auch wenn er in die falsche Richtung geschockt guckt dafür eigentlich. Irgendwie sind ihre beiden Persönlichkeiten noch ein bisschen verdreht, habe ich das Gefühl. Weil normalerweise ist Trip die leicht sich erschreckt und schüchtern ist und alles mögliche. Ja, das kann sein. Also ich weiß es nicht. Mhm. Ich könnte mir jetzt den Text übersetzen lassen, wenn mich die Seite das lassen würde. Ah, ja. Aber die glitscht mal ein bisschen. Ja, und gerade funktioniert es halt leider nicht. Mhm. Und deswegen kann ich das leider nicht, aber ja. Das Kalender-Artwork ist live auf der offiziellen Sonic-Channel-Website. Könnt ihr euch das runterladen als PDF und ausdrucken und an euren selbst angefertigten Kalender natürlich ranhängen, damit ihr dann auch in einer Woche oder in anderthalb Wochen für den Mai bereit seid. Ganz genau. Und bereit sein solltet ihr auch für das, was Ende der Woche passiert. Mhm. Und dafür könnt ihr euch bereit machen im Sonic Speed Simulator. Ganz genau. Im Sonic Speed Simulator gibt es wieder ein ziemlich signifikantes Update. Wir haben ja letzte Woche schon erstmals seit Ewigkeit wieder darüber geredet. Ja, aber wir haben nicht darüber nicht geredet, weil es keine Updates gab, sondern ja, weil wir das einfach niemals überprüft haben. Sei das, weil der Speed Simulator ist so ein bisschen aus unserer Aufmerksamkeit verschwunden. Jetzt ist aber wieder da, unter anderem auch wegen dem Event, das aktuell am Laufen ist. Nämlich, es ist ein Knuckles-Event natürlich, passend zur Serie, die in einer guten Woche rauskommt. Also nicht mal mehr eine gute Woche für euch, sondern in 6 Tagen, am Samstag soll es soweit sein. Und ja, in diesem Event kann man dann unter anderem Movie Knuckles freischalten, aber nicht nur ihn, sondern auch Movie Sonic und Movie Tails sind mit dabei und können da eben freigeschaltet werden. Und ja, ebenfalls mit dabei ist eine neue City Escape World laut der offiziellen Website, in der man sich dann wieder austoben kann. Also und mit cool. Schallgeschwindigkeit herumrollen. Genau, ja, natürlich. Rolling around at the speed of sound. Passt schon so. Und ja, das sind im Grunde die Neuheiten. Also wenn ihr so ein bisschen euch auf die Knuckles-Serie einstimmen wollt, dann ist das Sonic Speed Simulator aktuell relativ gutes Mittel dafür, wo ihr dort Movie Knuckles eben freischalten könnt und eben auch die weiteren Movie-Charaktere. Und in einer neuen Welt im Grunde rumdüsen könnt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von der Website, muss ich sagen, weil die Übersetzung ist besser geworden. Da steht nicht klassischer Schall, klassischer Knöchel, Metallinger Schall oder Cheetah Shadow, keine Ahnung, wie man das übersetzt. aber was immer noch da steht, gehe schnell, indem du rennst, um Nivel zu gehören. Gehöhen. Gehöhen. Also, da steht nicht Erhöhen, sondern da steht Gehöhen. Okay. Und was auch immer Nivel ist. Also wenigstens eine schlechte Übersetzung ist noch da. Ja, genau.
Aber David, wo kann man denn Sonic Speed Simulator in Roblox überall zocken? Unter anderem auf Android, auf Xbox-Geräten und auf PC und iOS. Und auf Apple-Geräten, genau. Apple, ja. Yep, iOS müsste auch dabei sein. Leider nicht auf PlayStation und Nintendo, also die sind leider noch ausgenommen, was Roblox angeht. macOS geht aber auch. macOS zumindest auch, ja. Yep. Ich erinnere mich immer noch daran, wie jemand mal kommentiert hat und fast schon erbost war, dass wir macOS nie nennen. Stimmt, ja. Das hat sich etwas festgesetzt. Yep. Aber ja, also da könnt ihr den Sonic Speed Simulator zocken. Ihr könnt ihn auch jederzeit runterladen und zocken, weil das Spiel Roblox an sich ist free to play und der Sonic Speed Simulator ist eben über Roblox zugreifbar. Allerdings, natürlich hat das Spiel einiges an Ingame-Käufe, also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Ihr könnt euch da Ingame-Sachen einkaufen, um das Spielerlebnis zu verbessern. Spoiler, tut es nicht. Tut es wahrscheinlich nicht. Es bringt wahrscheinlich nichts. Aber ja. Und dann, wie gesagt, viel Spaß, wenn ihr da mal reinschauen wollt. Wir beiden werden es nach wie vor nicht tun, weil keiner von uns hat Roblox oder den Sonic Speed Simulator und ja. Wir haben es uns lange vorgenommen, aber mittlerweile, Vielleicht irgendwann mal in einem Stream, wenn wir sonst absolut nichts haben, aber ja, yeah. Das ist Zukunftsmusik. Ja, was nicht mehr so Zukunftsmusik ist, ist die Tatsache, dass dieses Jahr nicht das Jahr von Knuckles ist, sondern das Jahr von Shadow. Und ich werde nicht aufhören, mich darüber aufzuregen, weil es Knuckles fucking 30. Jubiläum ist und Shadows fucking, I don't know, 24. Was ist das 24. Jubiläum? Entschuldigung. Nope, Shadow Time. So, es gibt Merchandise vom Fearless Year of Shadow, zumindest in den USA bisher. Aber ich glaube, inzwischen ist das auch schon im Sega Shop gelandet. Hoffentlich. Da muss ich doch glatt mal ganz kurz reinschauen. Es ist zumindest nicht auf der Hauptseite, nee. Ah, oh, schade. Kommt hoffentlich noch. Ein Knuckles-Bademantel. Oh. Für Kinder und Erwachsene. Oh. David, unsere Streams. Level up für unsere Streams. Let's go. Und der Coin of the Month ist Knuckles. Interessant. Oh. Warum nicht Shadow? Ja. Es ist doch das Jahr des Shadow. Da müsste doch jedes Jahr Shadow sein. Wow, da kann man es echt nicht recht machen. Ja, jeden Monat. Jetzt bekommt Knuckles eine kleine Würdigung und nicht mal das recht. Nee, absolut nee. Finde ich nicht okay. So, aber was könnt ihr denn so an Merchandise kaufen? Es ist eine ganze Menge. Es sind ein paar Hoodies, ein paar T-Shirts. Ein paar davon sehen sogar ganz schick aus. Ein paar davon mit dem Standard-Artwork aber nur. Dann gibt es eine Handyhülle für iPhone und Samsung Galaxy Geräte und eine Pop-Socket. Das sind die Dinger, die klappt man sich so hinten ans Handy an, damit man das mit zwei Fingern irgendwie halten kann, ein bisschen aufstellen kann. I don't know, ich benutze die Dinger nicht. Same. Und ja, das soweit zum Merchandise. Das ist in der neuen Amazon, Hashtag not sponsored, US-Rubrik Merchandise on Demand gelauncht oder Merch on Demand. Ich gehe davon aus, dass das halt bedruckt wird, sobald es bestellt wird. Also quasi eine Case-by-Case-Herstellung. Aber in Deutschland ist das, soweit ich weiß, noch nicht verfügbar. Ja. Ist aber hoffentlich noch der Fall, weil gerade ein paar der T-Shirts schauen echt nett aus, wo ich mir auch überlegen würde, das zu holen. Ja, schon ein bisschen. Mhm. Also, ich werde mir die definitiv nicht holen, aber man könnte sich das überlegen, weil sie schick aussehen. Ja, wir schauen, ob und wann wir das bekommen. Ich drücke die Daumen. Für den Import ist mir das dann doch nicht wert. Das könnte ein bisschen zu teuer werden. Wo wir nicht mehr so sehr schauen müssen, ob und wann, wie wir das bekommen, sind die IDW-Comics, denn im Juni kommt ja der erste Band raus, ursprünglich mal April, aber das da wollen wir jetzt nicht nochmal reinbohren. Und vielleicht sind wir dann auch in Deutschland eines Tages mal bei Ausgabe 70, wo es etwas Neues gibt. Ja, ganz genau. Wir haben ein neues Cover von Ausgabe Nummer 70. Moment, jetzt müssen wir nochmal schauen. Nö, genau. Es ist ein Cover von Ausgabe Nummer 70, zwei Cover dann von der nächsten Ausgabe, aber darüber reden wir. Traust du mir etwa nicht? Nö, alles gut. Ich hab's jetzt selbst nochmal noch checkt. Nö, ich vertraue dir nicht. Danke, David. Arsch. Was? Wow. Alles wird in den Mund umgedreht. Aber ja, wir haben ein neues Cover von Ausgabe Nummer 70 und Ausgabe Nummer 70 handelt über den aktuell laufenden oder bald startenden, genau gesagt, wir haben Sonic Riders Arc, der jetzt. Wobei Sonic Riders Arc ist auch jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Es ist jetzt nicht ein von Sonic Riders inspirierter Arc. Genau, darauf wollte ich hinaus, weil es ist jetzt keine Nacherzählung von Sonic Riders, sondern es ist ein komplett neuer Arc, wo es jetzt unter anderem um ein Sonic Riders Rennen geht. Und da sind mit dabei die Babylon Rogues, natürlich Sonic, Tails, Amy, aber auch ein paar Gesichter aus den Comics selbst. Tangle, Whisper, Lanolin und Serge und Kid, die mischen da auch noch mit.
und ein mysteriöser neuer Rennfahrer, über den wir jetzt vor kurzem schon mal geredet haben, der bis jetzt nur in den Covern mit einer Metallmaske verdeckt wird. Es ist Metal Sonic. Könnte Metal Sonic sein. Yep. Ja, das wird dann einfach dieser Sonic Freeriders Plot Twist. Es tut mir leid, das ist Metal Sonic. Können wir uns einfach darauf einigen? Ich bin doch nicht ganz überzeugt. Ich hoffe, David, wenn das irgendwann nicht Metal Sonic ist, ja. Was muss ich dann tun? Oh, okay. Und was musst du tun, vor allem, wenn es Metal Sonic ist? Wenn es nicht Metal Sonic ist, dann spielen wir Sonic Chronicles im Stream. Los geht's. Nein, das ist außerhalb jeder Diskussion. Dang it. War ein Versuch wert. David, du scheinst zu unterschätzen, wie sehr du den Soundtrack hast und wie lange dieses Spiel dauern wird. Nicht länger wie die Sonic Frontiers Challenges, schätze ich mal. Doch. Sonic Chronicles ist tatsächlich relativ kurzweilig als 9. Da ist man in 15 Stunden durch. Also für ein RPG ist es relativ wenig vergleichsweise. 15 Stunden rechnen wir mal auf 16 bis 17 mindestens. Und das sind wie viele Wochen, die wir dann da dran sitzen? 6? 7? Möchtest du das wirklich? Wahrscheinlich sind es sogar eher 8. Ganz ehrlich, ja. David, du musst zuschauen und es hören. Ein paar von den Kampf-Soundtracks sind in Ordnung. Halbwegs ein bisschen. Sind sie für 8 Wochen lang in Ordnung? Das wird man rausfinden müssen. Sonic Chronicles ist außerhalb jeder Debatte. Wow. Das wäre so wichtig. Und das habe ich dir schon vor 2-3 Jahren gesagt, dass das nicht passieren wird. Ich weiß, aber ich probiere es einfach weiterhin. Ja, gib's auf. Nope. Aber ja, wie gesagt, Cover sehr cool, auch sehr farbenfroh, weil man sieht da wirklich so ein bisschen Farbeffekte mit den ganzen Boards und Gefährten von den einzelnen Rennteilnehmern. Das bei Chat sieht ein bisschen brutal aus. Das ist ein sehr blutiger Rotton, sag ich mal. Chat sieht so ein bisschen aus, als hätte er gerade. Hast du dich noch nicht gefragt, warum Knuckles auf keinem der Cover bisher zu sehen war? I guess, weil er nicht Teil von der Ark ist oder weil er der mysteriöse Rennfahrer ist. Who knows? Oder weil er der mysteriöse rote Fleck ist, auf dem Jet da ist. Oh, Knuckles ist vom Jet. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Okay, okay. Oh, Knuckles ist halt einfach fucking dead. Ja, bye. Oh, mein Knuckles. Aber ja, sehr großartiges Cover. Was mir auch sehr gut gefällt, wenn man auf dem Cover wirklich auch mal die ganzen neuen, unter Anführungszeichen, Riders-Designs sieht. Vor allem von den Originalcharakteren. Die werden da nochmal echt gut vorgestellt. Und ja, gezeichnet von Abigail Starling und nach wie vor, wie gesagt, ein sehr starker Augenschmaus. Das wird definitiv das Cover sein, was ich mir holen werde dazu. Ja, mal schauen, weiß ich noch nicht. Mhm. Aber, wie gesagt, wir haben von Cover Nummer 71 oder halt von Ausgabe Nummer 71 auch nochmal 2 Cover erhalten. Und auch in dieser Ausgabe 71 wird die Riders neue Arc ein bisschen fortgeführt. Also das Wettrennen ist über mindestens 3 Ausgaben am Laufen. Okay, es ist nicht Metal Sonic. Oh, sondern? Wirst du sehen, wenn du das Cover aufmachst, I guess. Okay. Ja, wir haben nämlich noch ein Cover eben zur Ausgabe Nummer 71, das Cover A, gezeichnet von Min-Ho Kim. Und in diesem Cover sieht man auch diesen mysteriösen Rennfahrer. Und ja, okay, es ist wahrscheinlich Sonic. Die Proportionen würden auf Sonic passen. Es könnte vielleicht auch Shadow sein. David, der Schatten. Das ist doch nicht Sonic. Wait, welcher Schatten? Haben wir gerade unterschiedliche Cover auf? Ich habe das Cover A auf. Ja, ich auch. Und da ist unten ein Schatten und da ist ein Charakter in diesem Schatten. Wait, what? Bin ich blind? Oh, da unten dem. Oh, ist es. Oh, es ist Mimik, oder? Sieht so aus. Es wirkt. Okay, es ist höchstwahrscheinlich Mimik. Oh, das ich liebe es auch, wie man an deinem Mikro gerade gehört hat, hast, wie dicht du an den Monitor ran bist, um den Schatten zu sehen. Ich habe jetzt auf den Schatten selbst geachtet und nicht auf diese Figur da, die da links neben dem Board ist, okay. Wow, ja. Da wird einfach wow. Okay, also es sieht so aus, als könnte der mysteriöse Rennfahrer Mimik sein. Oder der mysteriöse Rennfahrer ist der Charakter ganz oben rechts, der einfach vom Logo verdeckt wird. Oh, das ist Klatsch, ja. Könnte auch sein, aber Klatsch müsstest du, glaube ich, schon kennengelernt haben, weil Klatsch war zum Beispiel bei der Chow Races Arc mit dabei, da hat er seinen Erstauftritt gehabt. Boah, David, weißt du, wie lange das her ist? Ja. Eine gute Weile. Aber Klatsch ist im Grunde ein zwielichtiger Geschäftsmann, der jetzt aktuell... Ah, ja, doch, ja, jetzt I remember. Genau, aktuell ist er im Grunde dabei, den Wiederaufbau irgendwie zu untergraben. Und ist das unten rechts eigentlich Eggman? Es sieht ein bisschen nach Eggman aus. Nach Eggman und daneben ist ein Crabmeat-Badnik. Ja. Also, keine Ahnung, ob Eggman da auch irgendwie mitmischt. Und Omo Chao ist auch dabei. Natürlich, es ist Sonic Riders. Omo Chao muss dabei sein.
Aber ja, irgendwie, also wenn dieser mysteriöse Rennfahrer Mimic wäre, wäre das ein bisschen underwhelming, weil Mimic könnte sich theoretisch eh schon in, jede andere, in jeden anderen Charakter verwandeln. Warum braucht er dann eine verdeckte Identität? I don't know. Aber vielleicht steckt ein bisschen mehr dahinter, als es auf den ersten Blick scheint. The Phantom Rider framed. Sonic's secret identity is usurped during the next event of the Clean Sweepstakes. Sonic's secret identity? Also ist es doch Sonic? Also es steht halt, das ist halt aus dem hier aus dem Preview. Mhm. Stimmt, ich habe das gerade offen, ja. Oh, okay, also. Oder ist es Mimic, der sich in Sonic verwandelt hat? Aha, jetzt wird es langsam echt kompliziert, aber ja, das könnte auch noch sein. Ha. Also ja, scheint auf jeden Fall sehr intriguing zu werden, dieses ganze, keine Ahnung, diese ganze Shenanigans um den Phantom Rider und wer jetzt tatsächlich ist. Wird man dann, wie gesagt, mit diesen Ausgaben herausfinden. Freue mich sehr auf die Arc. Ja, aber wir haben ja noch ein zweites Cover und das finde ich tatsächlich viel besser. Damn! Aber ja, auch ein sehr großartiges Cover. Wir haben das Cover Retail Incentive von Ausgabe Nummer 71 noch mit dabei. Von Nathalie Fordrain natürlich. Und in diesem Cover sieht man Serge und Kid mit ihren jeweiligen Riders-Outfits. Serge gerade ihr Gefährt so ein bisschen modifiziert mit ihrem Logo. Ein Logo, das mich entfernt an Wario erinnert aus irgendeinem Grund. Es ist wahrscheinlich dieser Schnurrbart. Dich erinnert einfach alles an Wario. Ja, eben, das habe ich vorher gar nicht erwähnt. Der Finalboss bei Jet Set Radio Future wird von Charles Martinet gesprochen und er spricht echt sehr stark mit seiner Wario-Stimme. Man hört es so stark raus. Jetzt, wo ich's, und das habe ich bis dato nicht gewusst. Das habe ich mir eben wegen dem Stream jetzt im Nachhinein nochmal angehört. Das ist so eindeutig, meine Güte. Also ja, ich sehe aktuell überall Wario und höre Wario. Und was ich interessant finde an diesem Cover, wo halt Serge und Kid drauf sind, ist, dass Serge ein Motorrad hat. Was genau, so ja. Viel heißt wie Serge ist ein Power-Character. Aha, stimmt. Das sieht man auch in dem Cover von Ausgabe 70. Ja, hätte ich halt nicht erwartet, muss ich sagen. Aha. Also bei Whisper sehe ich es halt noch eher. Ich glaube, Whisper hatte auch ein Motorrad. Warte, ich muss genau, 70 ja. Nochmal aufmachen. Aber bei Serge hätte ich halt definitiv Speed gesehen. Ja, weil sie ist ja so ein bisschen das Gegenstück von Sonic. Yep. Aber vielleicht brechen sie das halt auch einfach ein bisschen auf. Es gab ja, glaube ich, auch Motorräder, so Alternative, die halt für Speed-Charaktere gemacht waren in den Riders-Teilen. Genau, ja. Yep. Beziehungsweise, ach nee, nicht nur in Zero Gravity. Free Riders hatte das auch. Mhm. Da saß man dann auch in diesem komischen Motorrad und das war so weird. Ja, aber ja. Sehr schönes Cover, sehr grünes Cover vor allem. Also die Schattierungen auch sehr gut gelungen und auch eine nette Alternative wieder, wie man es bei Nathalie Fordrain gewohnt ist. Und ja, das war's eigentlich zu den Comic News. Nur noch ein kleines Update, was jetzt an die aktuelle Fang the Hunter Mini-Reihe angeht. Da kommt die nächste Ausgabe jetzt voraussichtlich am 1. Mai heraus, also in eineinhalb Wochen für euch. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich nächste Woche im Podcast nochmal eine Erinnerung reinwerfen, hoffentlich. Wenn wir nicht zu sehr mit der Knuckles-Serie beschäftigt sind. Mal schauen. Mal schauen. Und das bringt uns dann zur nächsten News. Und jetzt wird sich langsam mal ein bisschen gesteigert bei dem, wie groß die News sind. Mhm. Denn es geht jetzt um Sonic Dream Team. Sonic Dream Team hat ein neues Update bekommen. Und ja, das ist Content Update 2, wo jetzt unter anderem eine neue Zone drin ist, nämlich die Sweet Dreams Zone. Ja, Sweet Dreams Zone. Und ja, da könnt ihr dann neue Missionen machen. Es gibt vermutlich einen neuen Boss. Ich habe selbst noch nicht gespielt, weil ich das blind dann im Stream machen möchte. Aber ich gehe davon aus, dass es da auch einen neuen Boss geben wird. Wäre cool, hoffentlich. Ich weiß auch noch kaum was von dem Update. Und die Story scheint auch ein bisschen weiter zu gehen, wenn man so dem Trailer Vertrauen schenken darf. Außerdem kann man jetzt Rangabzeichen bekommen. Also es gibt jetzt tatsächlich Ränge. So, also halt, ich nehme mal an, von D bis S. Ich schätze mal, ja, also so wie wir es aus den weiteren Sonic-Spielen kennen. Den E-Rang haben sie ja leider gestrichen. Den fand ich halt immer, gerade in Unleashed, besonders cool. Oh ja, in Unleashed war großartig. Und ja, mit dem Content-Update 1, wo es ja neue Challenges gab, also viele neue Missionen für die einzelnen Zonen, kann man jetzt nochmal einiges mehr zocken. Und ich denke mal, da kommen auch noch weitere Updates. Bin sehr gespannt drauf. Mal schauen, ja, was da noch alles auftaucht. Und wir werden uns das halt eines Tages mal im Stream anschauen. Vielleicht Dienstag. Ja, mal schauen. Also wenn nichts dazwischen kommt, wahrscheinlich Dienstag 20 Uhr und dann let's go. Aha.
Und ja, was ihr euch dann am Freitag-Samstag, es ist ein bisschen unklar, wann das in Deutschland rauskommen wird. Yeah, I'm sorry. Das ist so ein bisschen in der Schwebe. Es wird wahrscheinlich Samstag sein oder am Freitag in den USA, aber das Internet ist sich uneinig. Ja, yeah, who knows? Keine Ahnung, wie aktuell Paramount Plus doch bei uns mit solchen Serien ist. Aber auf jeden Fall, die Knuckles-Serie kommt zu Paramount Plus. Und dazu gab es jetzt ein kurzes Instagram-Reel, wo ein bisschen der Hype aufgebaut wird mit ein paar kleineren Clips aus der Serie und dann einem großen Ring, der dann zu One Week wird. Mhm. Nicht mehr lange, jupp. Und ja, wenn ihr davon nicht genug habt, dann gibt es noch einen Sneak Peek, über das eigentlich David sprechen wollte, aber er soll nicht darüber sprechen. Ja, genau. Spoilers. Also ich persönlich habe das Sneak Peek angeschaut, aber du noch nicht. Deswegen will ich da jetzt dir und anderen, die ihn sich nicht angeschaut haben, nichts verderben, so kurz vor Serienstart. Aber im Grunde gibt es einen Sneak Peek auf YouTube von der ersten Folge, wo man in eine Minute von dieser ersten Folge ein bisschen reinschauen kann. Und da dann einfach, keine Ahnung, eine nette kleine Szene hat, die dieser ersten Folge irgendwann im Verlauf, was der Geier wie lang sie ist, dann vorkommen wird. Ja, die erste Folge ist doch relativ bestätigt eine Stunde lang. Ich glaube, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, alle Folgen werden eine Stunde lang sein. Muss mir 6 Stunden freihalten für diese Serie. Ja, das Ding ist, man hört irgendwie so verschiedene Sachen, wie lang die Serie jetzt tatsächlich wird. Weil ich habe teilweise schon irgendwie jetzt random gehört, dass sie irgendwie nur 3 Stunden lang ist und es ist schwierig. Man hat irgendwie noch keine wirklich so starken offiziellen Informationen, was da jetzt tatsächlich wann auf uns zukommen wird. Aber David, you know what they say. The more the merrier. Das war jetzt leider zu passend. Deswegen müssen wir uns da leider ein bisschen überraschen lassen, wie lang die Serie wird, wann sie jetzt bei uns in Deutschland wirklich auftaucht. Aber ja, wir werden sehen. Richtung Ende der Woche wird es soweit sein, hoffentlich. Wo wir uns auch noch überraschen lassen müssen, wann die offizielle Bestätigung nun dann endlich kommt. Das ist die nächste News zum Sonic-Movie. Wir wissen aber eine Sache über einen bestimmten Synchronsprecher schon relativ sicher. Lieber David, was wissen wir denn? Und zwar wissen wir laut einigen internen Quellen, vor allem von der Entertainment-Website The Hollywood Reporter, wer der Sprecher von Shadow the Hedgehog im 3. Sonic-Movie sein wird. Und was? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, Wahnsinn. Also wer ist es denn? Charles Martinet? Charles Martinet natürlich, ja. In seiner Mario-Stimme. Shadow the Hedgehog. Nope. Es ist tatsächlich ein sehr starkes Fancasting war geworden, wo sich sehr viele Fans irgendwie erhofft hatten, hey, das wäre doch verdammt cool, wenn es die Person wäre. Und Margot Robbie. Oh, let's go. Nee, Margot Robbie als Maria, das wäre auch cool. Okay, lass mich weiterraten. Schauspieler von Ken, ich habe seinen Namen vergessen. Ha? Von wem? Von Ken. Ken? Wer ist Ken? Barbie, Ken. Oh, Ryan Gosling? Ryan Gosling. Wäre auch cool, ganz ehrlich. Könnte ich mir vorstellen, aber nö. Tatsächlich hätte was. Ja, schon irgendwie. Okay, Robert Downey Jr. Wäre auch nicht schlecht, aber nein. Nenn mir einen Film, wo die Person mitgespielt hat. Unter anderem in Speed. Speed-Schauspieler. Sandra Bullock. Natürlich, es ist Sandra Bullock. Okay, nee. Oh mein Gott, das wäre halt so, wäre das jetzt die News, wäre das halt schon lustig. Das wäre lustig, ja. Aber ich glaube, wir spannen euch nicht länger auf die Folter. Und ihr wisst ja, das nee, wenn wir können halt schon sagen, es ist Jeff Daniels. Wow, okay. Zusammen mit Billy Idol. Unbedingt. Das ist eine Doppelrolle. Und Oprah. Ja, auch. Nee, es ist Keanu Reeves. Keanu Reeves wird sehr extrem stark wahrscheinlich Shadow sprechen. Also basically wird es schon links und rechts bestätigt. Das Einzige, was uns noch fehlt, ist die Bestätigung von Paramount und Sega selbst. Die haben noch kein Wort dazu verloren bis dato. Deswegen auch weiterhin diese News noch mit Vorsicht behandeln, auch wenn die Indizien extrem stark sind. Genau, wie gesagt, der Hollywood Reporter ist jetzt nicht irgend so eine Klatschzeitung, die einfach Sachen behaupten, ohne dass sie die nachgiebig geprüft haben, würde ich jetzt stark behaupten. Und die haben auch reichlich interne Quellen. Und wenn diese internen Quellen alle zu dem Konsens kommen, hey, es ist Keanu Reeves, dann würde ich dem auch vertrauen, vorerst mal.
Ja, nicht so wie bei spindash.de, die hauen ja alles raus an News, was sie irgendwie unter die Finger kriegen. Genau, ja, denen kann man absolut nicht vertrauen. Sehr schlechter Dings. Und diese beiden Vollidioten vom Gonna-Podcast, also ich hasse diese Typen. Ja, die reden ständig nur Blödsinn, die haben keine Ahnung, was sie in irgendeiner Form daher sagen. Und die sind alt und erinnern sich an nichts. Ja, genau, die Erinnerungslücken sind eindeutig schon da. Aber nee, es wird höchstwahrscheinlich Keanu Reeves sein. Und für mich selbst ist das tatsächlich ein großartiges Casting. Ich hätte mir auch so ein bisschen Robert Pattinson in der Rolle sehr gut vorstellen können. Aber Keanu Reeves war bei mir basically an zweiter Stelle und bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Ja, mir wird das nicht so viel bringen, denn ich werde den Film auf Deutsch gucken. Damn, but why? Oh ja. Weil ich ein Review zu diesem Film mache, David, und da sollte man den deutschen Synchroncast reviewen. Keine Frage, ich schaue es auch im Nachhinein nochmal auf Deutsch. Aber erste Erfahrung muss auf Englisch sein. Ja, je nachdem, wie wir das haben, wieder mit potenziell Pressevorführung und so, habe ich diesen Luxus, glaube ich, nicht. Stimmt allerdings, ja. Aber ja, ist, wie gesagt, für mich persönlich großartig. Bin auch ein starker Fan von den John Wick-Filmen und Keanu Reeves kennt man unter anderem auch von den inzwischen 4 Matrix-Teilen als Neo. Und ja, ist ein sehr passendes Casting, schätze ich mal. Action-Star, also starker, großer Action-Star wird irgendwie auf Shadow the Hedgehog gecastet. Würde ich sagen, ist nicht so unpassend. Kann auf jeden Fall. Sie müssen halt vom Dialog her ja auch gar nicht viel ändern. So, wir haben das kurz vor dem Podcast schon besprochen. Sie müssen eigentlich bloß Daisy in Maria umändern und schon können sie einfach alle Lines, die Keanu Reeves jemals für John Wick gesprochen hat, reinpacken in Shadows Voice Lines. Ja, er muss nicht mal was neu aufnehmen, außer den Namen Maria, der dann einfach dann übertönt wird in der Originalversion. Und ja. Don't worry, I will find you, Maria. Ja. So einfach, er nimmt halt einmal nur das Wort Maria auf und das wird überall rangeschnitten. Das wird überall einfach dann reingeschnitten und der Rest des Dialogs ist einfach eins zu eins als John Wick auf dem ersten. Oh, das ist dann großartig, ich will's nehmen. Aber ja. Also, wobei jetzt mittlerweile, wo wir auch Shadow the Hedgehog spielen, muss ich ja mal kurz eine Lanze brechen. Ich weiß, sie ist ein beliebter Charakter, aber je mehr Arc-Level wir spielen, umso mehr verstehe ich, dass sie umgebracht wurde. Oh, Jesus, wow. Das wird jetzt sehr schwarzer Humor. Ja, das ist natürlich schwarzer Humor, aber sie geht mir halt schon hart auf die Nerven, wenn wir da in der Arc sind. So, und redet. Ja, und sie redet halt auch die ganze Zeit Bullshit. So, sie hat ihr ganzes Leben da verbracht. Dann kannst du glauben, wie groß dieser Ort ist? Ich meine, die Ark ist wahrscheinlich riesig. Und ich schätze mal, sie hat nicht alles davon gesehen, fairerweise. Aber yeah. Und die Gunsoldier, die versuchen literally uns zu töten, teilweise. Und sie dann so, Shadow, don't hurt them. Yeah. Maria, und dann sagt sie die ganze Zeit, dass diese Experimente, oh, sie sind so außer Kontrolle, bla 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 bla. Und dann so, oh, die sehen schon irgendwie süß aus, müssen wir die wirklich töten? Und ich denke mir so, ja, Maria, du hast mir das aufgetragen. Was ist mit dir? Ja, die Arc-Level nicht allzu gut gelungen. Maria, nicht allzu gut gelungen, Shadow the Hedgehog. Auch, aber ja, das Problem hat so ziemlich jeder Charakter, habe ich das Gefühl. Aber ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Voicelines für Shadow in Sonic the Hedgehog 3 sind, guckt euch John Wick 1 bis 4 an, tauscht alles, wo Daisy auskommt, mit Maria aus. Da habt ihr es. Fertig. Ja, wie gesagt, wir haben leider noch absolut keine Footage, wo wir jetzt Keanu Reeves als Shadow hören. Und dauert wahrscheinlich auch noch eine Weile, bis wir die bekommen, weil in diesem Trailer, der auf der CinemaCon gezeigt worden ist, ist berichtet worden, dass Shadow den ganzen Trailer über nicht gesprochen hat. Ob das jetzt für den tatsächlich Trailer-Release noch irgendwie angepasst wird, weil sie die Überraschung nicht verderben wollten, oder ob das wirklich schon der finale Trailer-Cut war, das ist halt jetzt eine große Frage. Wissen wir nicht, bis es soweit ist. Aber ja, wird sich zeigen. Und ich finde es einfach als weiteres extrem charmantes Detail sehr cool, dass Keanu Reeves jetzt von der namentlichen Erwähnung von dem Easter Egg im ersten Film jetzt tatsächlich in der Sprecherrolle für den dritten Film einfach gekommen ist. Das ist also wenn sie aber so den Joke nicht verwandeln, dass Sonic dann dasteht, oh, you sound just like Keanu Reeves. So, ja. Den Joke müssen sie jetzt verwandeln. Den müssen sie jetzt bringen, ja. Das war nämlich auch eine Sache, die ich dich fragen wollte, ob ich mir das eingebildet habe oder ob Sonic wirklich über Keanu Reeves das eine Mal geschwärmt hat oder ob das einfach hier Dingensbummens Fast and Furious Typ war. Ja, ne, das war tatsächlich der Film Speed, eben der da gezeigt worden ist. Ja, ich hab's gerade wieder vor Augen. Ja, und Sonic sagt auch, Keanu, you are a national treasure.
Und er meint natürlich Keanu Reeves, der in dem Film die Hauptrolle hatte. Ja, den Joke, den müssen sie einfach machen. Komm. Ja, so, Sonic ist eine wandelte Popkulturreferenz. Wenn er dann zu der Stimme nichts irgendwie Keanu Reeves-mäßig sagt. Ja, und am besten auch noch sowas wie, kannst du die Line aus diesem einen Film zitieren? Ah, ja, bitte. Das muss unbedingt irgendwie vorkommen. Das ist einfach zu gut. Das bietet sich zu stark an. Aber ja, werden wir dann sehen, wenn der Film Richtung Dezember dann tatsächlich released. Du meinst wohl eher Richtung Januar im Dezember? I guess. Der kommt Ende Dezember, David. Ja, okay, stimmt. Das ist nicht mehr Richtung Dezember. Das ist kurz vor Ende Dezember, um genau zu sein. Okay. Oder damit du es besser verstehst, Richtung Jänner. Aber Richtung Jänner impliziert, dass er im Jänner erscheint und nicht im Dezember. Nein, das in Richtung Januar. Nicht im Januar, sondern in der Richtung Januar. Wir bewegen uns jetzt auch in Richtung Mai. Okay. Im Mai bewegen wir uns nicht mehr in Richtung Mai. Stimmt, da sind wir eigentlich schon da. Macht Sinn. Also so würde ich das jetzt interpretieren. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich mal wieder Bullshit labere. Ihr wisst, das kann ich sehr gut. Nö, wird schon so stimmen. Na, du solltest nicht immer alles blind mir glauben. Du hast zwar meistens Unrecht, aber ich habe auch oft Unrecht. Ich schrei nur lauter. Wir haben einfach beide ständig Unrecht. Ja, das ist das Ding. Aber ja, coole News, hat mich persönlich sehr stark gefreut und warte jetzt gespannt auf die offizielle Bestätigung, vielleicht sogar mit einem Clip direkt aus dem Film selbst, dann, dass wir dort schon eine Hörprobe bekommen. Who knows? Was uns auch sehr gefreut hat, waren eure Kommentare. Ah. Und da haben wir einen bekommen von Sonic Fangirl auf Spotify. Yay, das ist sehr gut, dass Fasti immer noch dabei ist. Und natürlich, Fasti ist viel besser als David. Warum sollte er nicht dabei sein? Ich nutze jede Gelegenheit, Fasti hier reinzubringen und David rauszukicken. Ja, es wird auch dann in der nächsten Folge passieren mit dem Knuckles-Review, wo ich dann einfach nicht glaube. Wahrscheinlich. Weil die Movie-Reviews sind einfach euer Ding. Da will ich mich nicht dazwischen drängen. Ja, weil Fasti das Ding wahrscheinlich auch auf Deutsch guckt. Ich nicht, ja. Ja, siehste. Wie willst du überhaupt in der Lage sein, ein vernünftiges Review in einem deutschen Podcast zu machen, wenn du das nicht auf Deutsch guckst? Ich kann verschiedene Perspektiven nochmal zum Besten geben. Das ist ja eigentlich gut, wenn man verschiedene Eindrücke hat. Ja, aber die interessieren keinen, David. Oh, okay. Wir wollen hören, ob Julian Bam sich noch weiter als Sonic verbessert hat, tatsächlich. Natürlich, ja, bin ich auch schon gespannt drauf. Ich werde sicher die deutsche Version auch mal reinhören. Weil der Unterschied zwischen Sonic Film 1 und 2, der war ja schon echt groß. Und ich bin sehr gespannt, ob er da jetzt nochmal eine Schippe drauflegt in der Serie. Ja, wird sich zeigen, ja, mal schauen. Sonics Info-Podcast hat auch kommentiert. Ja, Knuckles hat sein großes Jahr verdient und dann kam Shadow. Danke. Vielleicht wird Knuckles dann bei Shadows 30. Geburtstag im Spotlight stehen. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, das werden sie nochmal richtig schön groß für Shadow aufziehen. Wie das 25. von Shadow übrigens auch. Ich habe jetzt irgendwie den Vibe gehabt und dann kam Shadow. Einfach so im Sinne von and everything changed when the Shadow Nation attacked. So Avatar-Style. Ich habe Avatar nicht gesehen. How could you? Bester Cartoon. I'm sorry, es juckt mich halt einfach nicht. Wieso werde ich von jedem verurteilt, weil ich Avatar nicht gesehen habe? Guck dir erstmal vernünftig alle Digimon-Serien an, bevor du über mich urteilst. Okay, ja, Digimon interessiert mich dafür nicht so stark. Wir haben alle Guck dir One Piece an, bevor du über mich urteilst. Ich habe die Serie geschaut, die Live-Action-Serie. Das muss reichen. Du sollst den Anime durchschauen, David. Und du wusstest genau, dass ich das meine. Ich würde gerne noch Zeit mit anderen Sachen verbringen. Ja, mit deinen 80 Spielen, die du parallel spielst. Für die hätte ich keine Zeit mehr, wenn ich 10.000 Folgen One Piece schauen müsste. Es sind 1077 und von denen musst du wahrscheinlich nicht mal die Hälfte gucken. Na dann, das ist gar nichts. Glückwunsch zu den 200 Followern auf Twitch. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann kommt noch ein unangenehmer Kommentar von T-Sonic. Oh. Sonic Prime-Diskussion? Fragezeichen. Glück. Ja, machen wir euch jetzt nichts vor, die wird so schnell nicht kommen. Ja. Also wir müssten die Serie, sowohl Fasti als auch David als auch ich müssten diese Serie nochmal durchgucken. Mhm. Und zwar komplett, müssten uns dann nochmal Gedanken dazu aufschreiben und sowas. Ja. Und mein Netflix-Abo läuft jetzt in den nächsten Tagen aus und mit der anstehenden Preiserhöhung auf 20 Euro im Monat habe ich nicht vor, das zu verlängern. Ja, ouch, mein Overgate. So. Ich schaue jetzt nochmal eine Serie durch, die ich lange nicht mehr gesehen habe und die ich ultra geil finde. Kleine Empfehlung an der Stelle an Alice in Borderland. Absolut fantastisch. Hat man auch Gutes davon gehört. Ja, David, die kannst du dir auch mal angucken. Maybe. Das sind auch nur
16 Folgen, glaube ich. Okay, das geht eigentlich. Und die ist halt super spannend und super gut geschrieben. Mhm. Also basiert ja auf einem Manga, aber hat natürlich so seine Änderungen und ich gucke es halt gerade unheimlich gerne, holy shit. Ja, bin jetzt gerade in einer Folge, da gibt es ein Spiel, wo jeder ein Halsband trägt und innerhalb von einer Stunde können sich alle so in so einem Gefängnis frei bewegen und auf der Rückseite dieses Halsbandes ist ein Symbol, so Karo, Kreuz, Pik oder Herz und die Spielenden dürfen nicht selbst irgendwie nachschauen, was für ein Symbol das ist, über einen Spiegel oder sowas, sondern sie müssen da halt auf andere Spieler vertrauen, dass die das richtige Symbol sagen. An sich relativ easy, aber sie können nur gewinnen, wenn sie den Herzkönig schlagen. Und der Herzkönig ist halt so dann der quasi Villain von diesem Spiel, der aber unter denen ist. Oh. So, nur wenn der Herzkönig stirbt und einmal jede Stunde müssen die halt in eine Zelle gehen, das Symbol sagen, was da ist und wenn sie das falsche Symbol sagen, dann werden sie getötet. Damn, okay. Also dann kommt ein Laser aus dem Himmel und sie sind halt einfach tot. Oh. Und das ist halt sehr, sehr cool gemacht einfach, so wie sich dann auch die Leute nach und nach verändern. Und dann fängt einer an zu lügen und dann ist da eine andere Person, die halt nur auf ihren eigenen Vorteil aus ist und dann so, das ist bestimmt der Herzkönig, der hat ihn gerade angelogen. Obwohl der eine Typ nur gelogen hat, weil er von dem anderen verprügelt wurde. So, sehr interessant. Und da gibt es halt sehr, sehr viele coole Spiele. Und ja, guck's dir mal an. Es ist sehr toll. Ich habe jetzt auch den Manga komplett, ich will den auch bald mal lesen. Ja. Weil der kam jetzt dann auch in Deutschland raus und davon gibt es sogar irgendwann nochmal eine neue Staffel. Wahrscheinlich so Richtung Ende des Jahres. Ich freue mich sehr drauf. Klingt aber an sich ist es schon abgeschlossen, nur mit einem leicht offenen Ende. Weil es auch noch einen Nachfolge-Manga gab, der in zwei Bänden dann abgeschlossen war. Ja. Aber ja, da als Empfehlung. Aber Sonic Prime habe ich gerade auch keinen Bock, mir das nochmal anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Wow. Staffel 1 und 2 waren halt okay, aber Staffel 3, nee. Ich glaube, wenn ich Staffel 3 nochmal gucke, werde ich halt einfach Folge 1 und 2 gucken und die letzte Folge gucken. Ende. Dann. Ja, da passiert ja nichts dazwischen. Nicht viel. Also, sorry. So, aber wir haben auch auf YouTube Kommentare bekommen. Einmal vom lieben Sebolabs. Jopp, es sind nur circa 80 Stunden Sonic Forces, weil erstens habe ich es nur auf einer Plattform und zweitens bin ich, wie gesagt, sehr unzufrieden mit 3D-Sonic-Spielen. Da sind die 80 Stunden mit Abstand das meiste, was ich an Zeit in 3D-Sonic-Spiele gesteckt habe. Okay, fair. Ja. Ich freue mich schon mega auf den Trailer vom dritten Film. Wir uns auch, aber da ist er leider noch nicht. Ja, dauert noch ein bisschen. Und David, tut mir leid, aber Shadow ist bei mir sogar auf dem vorletzten Platz aller Sonic-Charaktere aller Zeiten. Dahinter ist nur Rouge. What? Aber Rouge ist auch so gut. Oh. Jetzt bin ich traurig. Sogar, wie hieß der Charakter? Shade ist höher gerankt aus Chronicles. Mach dir mal Gedanken, David. Mach dir mal Gedanken. Mach ich. Autsch. Sebolabs, wie kannst du nur? Nee, die Ken Penders Charaktere sind höher gerankt. Nur Spaß, by the way. Geschmäcker sind verschieden. Da steht nämlich alle Sonic-Charaktere aller Zeiten. Also müssen wir auch alle Sonic-Charaktere aller Zeiten betrachten. Ja, eigentlich schon, ja. Und da gebe ich tatsächlich, würde ich den vorletzten Platz nicht Shadow geben, persönlich. Weil, oh mein Gott, gibt es wilde Sonic-Charaktere da draußen. Ja. Oh ja, reichlich. So, Delfox hat geschrieben, ich bin sehr gespannt, wann der Trailer zum dritten Film öffentlich gezeigt wird. Hoffentlich an einem Donnerstagabend, wo wir alle live darauf reagieren können und ausrasten werden. Mir macht es Spaß, dir bei Shadow the Hedgehog zuzuschauen. Danke, mir macht es keinen Spaß, das zu spielen. Da ich dieses Sonic-Spiel noch gar nicht kannte, das war wahrscheinlich ein besserer Zustand. Da dies noch kein mir bekannter deutscher Let's Player durchgespielt hat, kann ich den Let's Player nicht verübeln. Wow. Aber ich meine, wir beim Zuschauen werden unterhalten. Ist ja auch gut. Und LP-Stubi schreibt, das ist immer wieder schön, euch zuzuhören. Ich würde Dr. Robotnik's Mean Bean Machine für den Game kaufen. Ich für den Preis okay. Ich nicht. 285 Euro ist mir einfach zu viel. Ja, nee. Das geht nicht. Ich finde aber auch, dass Knuckles immer wieder vergessen geht. Ich spiele auch sehr gerne mit Knuckles. Ich mag die Suchlevel von Knuckles. Dass Knuckles übergangen wird, passierte schon in Sonic X. Knuckles soll auch seinen 30. gebührend erhalten. Shadow hat diesen Ruhm nicht verdient in diesem Jahr. Knuckles ist bei mir auf Platz 2 der Lieblings-Sonic-Charaktere. Sonic ist halt immer noch mein Lieblingscharakter. Shadow steht bei mir leider sehr weit unten bei den Lieblings-Sonic-Charakteren. Oh nö, ich bin voll in der Einzahl hier als jemand, der Shadow sehr, sehr gerne mag. Autsch. Tja, David. Tja.
Oh, ich fühle mich jetzt gerade richtig umrundet von den ganzen Knuckles-Fans, wie sich irgendwie auf mich runterschauen und mit dem Finger auf mich zeigen. Ja, weil du in Shadows 23. oder 24. Jubiläum das sein eigenes Jahr gönnst, obwohl er es nicht verdient hat. Autsch, das ist nicht meine Schuld, ich schwöre. Würde ich jetzt auch sagen, ja, ja. So ja, danke für all eure lieben Kommentare. Ja, wir lesen die immer sehr gerne. Mhm. Und das könnt ihr natürlich auch fortführen und ihr könnt auch eine Bewertung da lassen auf Spotify beispielsweise mal eben auf die 5 Sterne klicken, das wäre wunderprächtig. Mhm. Oder auch auf Apple Podcasts könnt ihr gerne 5 Sterne hinterlassen mit einer Bewertung. Wenn ihr nur einen Stern hinterlassen wollt, dann bitte hinterlasst ihn nicht. Oder begründet es zumindest so, dass wir mit dem Feedback was anfangen können und uns irgendwie verbessern können eventuell. Und dann werden wir eure IP-Adresse ausfindig machen, daraus eure Adresse ableiten, euch besuchen kommen und euch davon überzeugen, dass wir doch etwas mehr verdient haben. Wow, okay. Nein, das werden wir natürlich nicht tun. Nope, absolut. Wir haben nicht die Mittel dazu. Ich bin ja auch überhaupt kein Informatiker. Nein, nein. Und als Informatiker, das gehört ja quasi zum Basiswissen. So jeder Informatiker kann das. Natürlich, eindeutig. Eindeutig, ja. So, ihr könnt aber auch auf YouTube einen Daumen hoch hinterlassen. Auf YouTube gerne abonnieren, auf Twitch folgen und auch abonnieren, wenn ihr möchtet. Wenn ihr gerade einen Prime-Sub übrig habt, hey, wir freuen uns. Mhm. Und überall unten in der Beschreibung findet ihr einen Link zu unserem Discord-Server, wo ihr natürlich auch gerne beitreten könnt. Mhm. Und was wollte ich noch sagen? Ich hab's vergessen. Was wollte ich sagen? Das war was ich sonst immer vergesse. Und jetzt würde ich es einmal machen. Was war es? Welp, das Alter schlägt zu. Das Alter schlägt wirklich zu. Ich habe es vor Sekunden noch gewusst. Warte, ja, aber ich, ist plötzlich weg. Man findet es einfach nicht mehr wieder. Ich kenne das. Worüber habe ich gesprochen? 5-Sterne-Bewertung, Discord-Server, genau. Die Weblinks für alle News, die wir heute besprochen haben, zum Nachlesen, findet ihr im Newsbeitrag auf spindash.de oder auch auf YouTube in der Beschreibung. Für die anderen Plattformen ist es leider ein bisschen zu lang immer. Mhm. Deswegen haben wir uns auf die zwei Wege geeinigt und auf spinach.de dann einfach auf den Newsbeitrag von dieser Folge, Folge 232, klicken und da sind sie dann alle fein säuberlich unten aufgelistet, damit ihr das auch alles da habt. Mhm. Und damit sind wir durch für diese Woche. Wir schicken euch jetzt in den Wochenstart mit unserem Outro-Song vom liebsten Sebolabs gesungen und gespielt von der Band Das Güldene Loch. Und damit ciao die Arabien, ciao Australien, Paris, Athen. Auf Wiedersehen. Macht es nicht gut, macht es besser. Bis nächste Woche. Tschüss. Ja, yep, habt eine schöne Woche. Viel Spaß mit der Knuckles-Serie natürlich. Und man hört sich. Kennt ihr den schnellsten Igel auf dieser Welt, der einfach allen hilft und danach macht, was ihm gefällt? Sonic kann Spiele, Filme, Serien und noch mehr. Sich das alles zu merken, fällt mir schwer. Doch zum Glück hab ich Rocky und den Dev dabei. Die sind ein wahres Enzyklopädie, die zwei.